Jo Leute, der Jörg zockt wieder hier dieses Mal mit einem Let's Tutorial. Ihr seht es ja schon selber, ich habe jetzt das Rode NT1A bestellt, genauso auch wie die Presonus Audiobox USB. Und ja, was ich da gleich dazu sagen muss, ich nehme jetzt hier gerade mit meinem Handy auf, also mit dem Galaxy S5, weil ich ja halt hier keine akzeptable Kamera habe, die einigermaßen an wenigstens die Kamera rankommt von diesem Handy. Also ja, ist jetzt hier natürlich das alles nicht ganz so sauber. Allerdings, genau, zu dem Rode NT1A Bundle war auch hier zusätzlich diesen tollen Ständer hier mit dabei, also ein ganz normaler Dreibein hier mit Schwenkarm. Den benutze ich allerdings nicht, weil mit dem mitgelieferten Shock Mount, also hier diese Spinne, genauer gesagt diese hier, ist extrem schwer, erst recht wenn das Mikro mit drin steht, und ja, das Ding hier mit dem Dreibein hier unten relativ sehr instabil. Deswegen benutze ich das hier nicht, aber vielleicht eventuell mal später, keine Ahnung, ich behalte es auf jeden Fall mal hier. So, wegen was ich das jetzt mache, ich habe relativ ein paar Probleme gehabt mit der Rode NT1A, das hier gescheit zum Laufen zu bringen, beziehungsweise auch, was die Treiber betrifft, beziehungsweise die Aufnahme in Audacity. Audacity hatte nämlich bei mir, ich habe ja davor mit einem ganz normalen Headset-Mikrofon aufgenommen, und das kann ich mal kurz mal zeigen hier, das ist in dem Fall das hier von Sharkoon, das Rushcore Gaming. So, gut, das benutze ich immer noch, auch hier stellenweise, ab und zu mal noch, aber eigentlich eher nicht mehr. Egal, so, da waren auf jeden Fall die Ausschläge in Audacity wesentlich höher wie mit dem Rode NT1A, also sprich mit diesem hier. Ja, deswegen habe ich da erstmal hier rumgeflucht, beziehungsweise gedacht, das Mikro wäre halbwegs kaputt oder wie auch immer, oder die Treiber von der Audiobox funktionieren nicht. Deswegen mache ich das Ganze jetzt hier mal, falls ihr das Ganze auch haben solltet, dass ihr dann wisst, was ihr machen müsst. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier das Rode NT1A mit dem Samsung hier. Genau, Samsung MD5, so heißt der Ständer hier. Poste ich natürlich auch alles unten rein hier in die Videobeschreibung. Kostet, ich glaube, 20 Euro noch momentan bei Amazon, und das Ding ist hier wesentlich stabiler, weil hier geht gar nichts, außer dass ich direkt hier den Popschutz bzw. die Spinne verstellen kann, aber man hört es ja auch schon hier am Tisch, also, und der Tisch ist auch sehr stabil, ne? Also das Ding hält, definitiv. Richtig, so, genau. Mittels XLR-Kabel, klar, logischerweise verbunden, ne? Also hier dieser extrem dicke Stecker hier. Ja, wie man den natürlich anschließt, also ich nehme mal an, dass ihr hier männlich und weiblich hier unterscheiden könnt, dass das denn in dem Fall dann hier eingesteckt werden muss. So, und dann geht hier dieses mitgelieferte 6 Meter lange XLR-Kabel, ungefähr 1 Meter weit, zur USB-Box von Presonus. Und diese hier, ich wollte jetzt mal kurz mal hier Platz machen, so, die habe ich in meinem Fall so eingestellt, dass hier, ganz normal, also ein Mikro ist hier auf dem Eingang 1 eingestellt, und ich hoffe, das kann man da sehen, wie ich das hier habe. Nee, nicht wirklich. Auf jeden Fall, dieser hier ist ja für das Mikro direkt verantwortlich, und den habe ich jetzt nur ganz hier unten, also vielleicht so auf 10%, wenn es hochkommt. So, werde ich aber den nochmal mittels Grafik dann veranschaulichen, aber werde ich mal ein ganz tolles Zusammenbasteln in Paint. So, genauso auch wie eigentlich nur der hier, der Main Out, den habe ich ungefähr auf 3/4 Stellung. So. Und natürlich klar, hier die 48 Volt Phantomspannung ist auf dem Mikro auch drauf. So, was ihr jetzt natürlich hier noch beachten müsstet, weil klar, Audiobox USB, wie der Name schon sagt, ist mittels USB hier hinten an meinem Rechner angeschlossen. Und das ist in dem Fall dann so, dass ihr das Ganze einfach einschalten solltet. Am besten erstmal ohne diese Phantomspannung. Sicher ist sicher, weil wenn ihr es nämlich hier schon vorher aktiviert und dann aus den Stecker hier reinsteckt, kann es sein, dass das Mikro einen Schuss wegkriegt. Auf gut Deutsch gesagt. Jo, auf jeden Fall, also dann lieber hier die Phantomspannung erstmal auslassen. Also sprich einfach dann so, muss es aussehen, dass das Ding hier nicht leuchtet. Dann ganz normal über USB an den PC anschließen. Da kommt auch dann gleich hier die automatische Installation von Windows. Da dann nicht wundern, kommt dann automatisch nach, ich glaube, 3 Sachen installiert der, und bei der dritten kommt dann irgendwie ran, ihr Gerätetreiber konnte nicht installiert werden. Das ist aber auch so normal, weil dafür braucht ihr einfach die mitgelieferte CD. Oder einfach mittels dem Link, den ich unten euch auch in die Videobeschreibung reinposten werde, die aktuellsten Treiber runterladen und die dann natürlich installieren. So, genau. Während der Installation von dem Treiber
Er hat automatisch aufgefordert, die USB-Box mit dem PC zu verbinden. Falls ihr es nicht schon getan habt, dann macht es in dem Fall dann da jetzt, steckt die einfach ganz normal am PC an, klickt dann in dem Fall auf Weiter, werden die Treiber installiert. So. Danach verlangt er ganz normal einen Neustart vom PC, den am besten dann auch machen lassen. Und ja, dann ist es eigentlich die Installation so an sich schon mal fertig. Ja, und dann könnt ihr eigentlich auch standardmäßig gleich hier die Phantomspannung wieder drin lassen. Schade nämlich in dem Fall dann nicht. Allerdings kann es dann auch sein, dass in Audacity, zeigen kann, dass es hier so Knackgeräusche gibt bei der Aufnahme. So, und das lässt sich dann vermeiden mit sowas hier zum Beispiel. Also einfach ein aktiver USB-Hub ist das Ding hier. Ganz normal auch mit Stromstecker direkt. Ja, hier sieht man es auch, da wird es mit dem PC verbunden. Okay, in dem Fall noch hier zusätzlich einen Ausschalter, also das brauchen wir nicht unbedingt, aber halt definitiv ein aktiver USB-Hub, dass er definitiv auch die benötigten 500 mAh Spannung an dem USB-Port ankommen, weil sonst habt ihr ab und zu so unregelmäßige Knackgeräusche und das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, in meinem Fall ist es hier nicht so, ich brauche das Gerät hier nicht. Ja, mein Mainboard schafft diese Spannung. Und ja, alles weitere zeige ich euch dann gleich hier direkt am PC, was ihr da hier noch einstellen müsst, dass dieses Ding und eure Aufnahme mit dem Rode NTNSA einwandfrei funktioniert. Also Leute, bis gleich. So, hallo, hallo, liebe Leute, da bin ich jetzt wieder am PC. Genau, Audacity habe ich jetzt in dem Fall schon mal offen, weil direkt nach der Installation bzw. nach dem Neustart des Treibers von der Audiobox habt ihr hier ein neues Symbol. Genauso auch wie hier auf dem Desktop, ganz normal hier Audiobox. So, wenn man die hier mal jetzt aufmacht. Gut, passiert jetzt gar nichts, toller Vorführeffekt. So, jetzt dann nehmen wir es halt hier rüber. Ah ja, genau, ist ja nur zum Starten, dass es hier in die Taskleiste kommt. So, genau. Dann habe ich jetzt hier die Standeinstellung Sample Rate mit 44,1 kHz. Geht auch nur auf 48, aber das finde ich persönlich Quatsch, weil YouTube zum Beispiel schafft das eh nicht. Beziehungsweise man merkt eigentlich kaum irgendeinen brachialen Unterschied. So, ASIO Buffer Size, die ASIO Treiber werden auch gleich automatisch mit installiert, also müsst ihr die nicht zusätzlich holen. Ganz normal 256 Bit. Habe ich hier drin, das ist jetzt mal hier die Starteinstellung bzw. Standardeinstellung von dem Treiber. Genau, so müsste das in dem Fall dann ganz normal aussehen. Ebenso, nachdem das Ganze dann erfolgreich war, macht ihr zum Beispiel hier Audacity auf oder sonst irgendwie ein Aufnahmeprogramm. Selbst jetzt hier Camtasia direkt mittels hier der Aufnahme. Das sieht man jetzt hier leider nicht mehr. Gut. Stellt automatisch dann das hier ein als Standard, bzw. ich habe es hier ganz normal hier in Windows unter Aufnahmegeräte. Habe ich das hier ganz normal als Standardgerät ausgewählt, die Audiobox USB Audio. Wird dann hier mittels Line-Anschluss angezeigt. Ja, USB wird hier nicht direkt genannt, egal. So, auf jeden Fall passt das so. Genauso auch wie dann hier in Audacity müsst ihr einfach nur direkt hier Line oder Audiobox USB Audio auswählen. Und am besten auch gleich umstellen hier. Gut, die Aufnahmelautstärke hier direkt Audacity, aber die meistens hier so bei 0,5, 0,6, je nachdem. Das reicht eigentlich dicke aus. So, wenn ich jetzt das einfach mal Spaß habe, jetzt mal gerade mal teste, zum einen jetzt gerade direkt mit dem Rode NTNSA, sprich hier auf Aufnahme klicke, seht ihr in dem Fall, dass hier nicht wirklich hier einen großen Ausschlag passiert. Und ja, das gleiche werde ich jetzt auch mal nochmal machen mit meinem Headset-Mikrofon, dass ihr mal da hier einen Unterschied seht, wie es da normal aufgenommen worden wäre. Ja, genau, das sage ich jetzt in dem Fall mal ganz kurz. So, hallo Leute, da bin ich auch wieder. Genau, jetzt hier mit dem Headset-Mikrofon. Also sprich, wenn ich jetzt hier, habe ich es natürlich umgestellt hier auf Mikrofon und Stereo. So, wenn ich jetzt hier mal einfach jetzt so labern würde, dann seht ihr auch schon einen gewaltigen Unterschied im Gegensatz zu dem Rode NT1A, wie das hier jetzt schon mal aufgenommen wird. Natürlich, ihr seht es ja auch ganz normal im Rohzustand, also einfach nur meine Stimme. Was ich natürlich davor hier vergessen hatte zu erwähnen bei der Presonus Audiobox, ich habe das natürlich auf so einem geringen Pegel eingestellt, da ich von Natur aus eine ziemlich laute Stimme habe. Also kann es gut sein, dass ihr einfach nur, wenn ihr auf 0 anfangt und die ganze Zeit einfach nur redet in das Rode NT1A, einfach nur den Vorverstärker, also gerade diesen Pitch 1, den ihr jetzt so auf 10% ungefähr habt, nur ganz langsam jedes Mal immer hochdrehen, bis ihr halt mal so ungefähr einen Ausschlag seht Richtung, ja, hier diese Balken hier, dass die sich halt mal bewegen.
Genau, aber ich würde meinen, dass hier reicht jetzt schon mal hier zum Vergleich hier mit meinem ganz normalen Mikro. Und da mache ich jetzt mal nochmal eine ganz kleine Pause, wo ich jetzt dann hier die beiden Spuren miteinander vergleiche, beziehungsweise euch Tipps und Tricks gebe, wie ihr die Audacity mit dem Rode NT1A am besten bearbeiten könnt. Also Leute, bis gleich. So, da sind wir jetzt dann auch schon wieder. Genau, ich mache jetzt hier Datei öffnen, ist das, beziehungsweise die Testaufnahme einmal von dem Mikrofon, einmal von dem Rode. So, das Rode öffnen wir jetzt hier einfach mal. Ihr seht natürlich hier wieder direkt von vorher der Aufnahme, dass hier so gut wie keine Ausschläge sind. Ich kann es natürlich auch schon mal noch zeigen, wie es dann nochmal aussieht mit dem Mikro. So. Das hier ist das Headset-Mikrofon, deutlich weitere Ausschläge oder höhere Ausschläge wie das Rode NT1A. Aber das Headset-Mikro wollen wir natürlich ersetzen mit dem Rode NT1A, deswegen verwerfe ich das hier mal und wir bearbeiten jetzt einfach das hier. So, da es so momentan relativ schwer ist, irgendwas zu bearbeiten, müsst ihr definitiv hier über Effekte einen Kompressor drüber legen. Das sind dann auch die Standardwerte von Audacity, die lasse ich genau auch so 1 zu 1 drin, da habe ich hier nichts verändert oder sonst irgendwie was. Klickt da einfach mal nur OK. So, und jetzt natürlich sieht man die Ausschläge ganz gut und so kann man wenigstens auch mal damit was machen. So, wenn ich das jetzt mal einmal anhöre, hört sich das momentan so an. Name klicke, seht ihr in dem Fall, dass hier nicht wirklich hier einen großen Ausschlag passiert. So, genau, das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt hier allerdings mal noch Effekt, Bass und Höhen mache, ich auch jedes Mal die Standardwerteinstellung Anpassung. Ja, klicke einfach nur, beziehungsweise öffne das Bass und Höhen, klicke einfach immer nur auf OK, dann wird es hier ein bisschen angepasst, die ganzen Spitzen. Genauso auch wie normalisieren, lasse ich auch jedes Mal drüber laufen, auch immer mit der Standardeinstellung von Audacity, einfach nur auf OK, gut ist, gut passiert es hier nicht viel. Also hier haben wir jetzt gerade so einen kleinen Unterschied, glaube ich, gerade gesehen. So, auf jeden Fall, das größtenteils war es auch schon, bis auf das Wichtigste, hier hinten zum Beispiel. Natürlich müsste das auch ganz am Anfang eigentlich so sein. Ja, gut, da habe ich nicht, oder beziehungsweise gleich direkt losgelabert, schade. Gut, dann nehmen wir das hier hinten. Das ist das Grundrauschen vom Rode NT1A. Das kann ich auch mal kurz mal abspielen lassen. So, das Ding ist natürlich so, also das Grundrauschen vom Rode NT1A stimmt natürlich jetzt so in der Hinsicht auch nicht, sondern das ist einfach nur die kompletten Hintergeräusche, also sprich mein PC, das Surren von den Lüftern, genauso wie von der PlayStation, die ist nämlich auch an. Ja, das zeichnet ja natürlich alles auf und das wollen wir natürlich alles nicht, weil das spiegelt sich unter anderem auch zum Beispiel hier, wo ich dann ganz normal Luft geholt habe, hier dann wieder etc. bla bla bla. So, also deswegen den Teil einfach nur mal markieren, dann mittels hier Effekt Rauschentfernung auf Rauschprofil ermitteln klicken. Dann mache ich es immer so mit Steuerung A, also ganz einfach alles markieren. Ihr könnt natürlich das hier oben auch mittels der Leiste hier machen. Ja, genau, das sage ich jetzt in dem Fall. Ja, also nee, sprich so, genau. Aber ich mache immer Steuerung A, das geht nämlich in dem Artikel schneller. Auf Effekt wieder, auf Wiederholen Rauschentfernung würde auch gehen mit Steuerung und R. Aber das komischerweise klicke ich immer auf. Egal, klicke ich dann zack da drauf. Und wie man jetzt hier sieht, sieht man nichts mehr. Also sprich, nur noch ganz minimalst hier. Und das wird man dann definitiv spätestens beim Upload von YouTube nicht mehr hören. Weil YouTube an sich selber auch beim Hochladen noch auch mal eine Rauschentfernung drin hat, die dann da auch mit drüber läuft. Also von dem her, das passt dann so. So, wenn Sie mal das jetzt mal das Ganze hier so anhört, hört sich das so an. Ups, so, jetzt hier, Eine da. Klicke, seht ihr in dem Fall, dass hier nicht wirklich hier einen großen Ausschlag passiert. Und ja, das gleiche werde ich jetzt auch mal nochmal machen mit meinem Headset-Mikrofon. Ja, und man sieht jetzt auch jedes Mal, dass hier der Pegel dann immer so genau auf die Null landet. Und genau so sollte es auch sein, dass hier nicht hier das über oder ja, in dem Fall übersteuert wird. Aber so an sich, das war es in dem Fall jetzt auch schon. Das sind die ganzen Schritte, die ich immer so mache in meinen Videos. Und ja, jetzt könnt ihr das dann ganz normal hier so auch ausprobieren und mal mir was sagen, am besten unten in die Kommentare mit reinposten, was ihr denn jetzt hier davon haltet, beziehungsweise ob es bei euch geklappt hat und oder nicht, weil dann werde ich einfach nochmal schauen, dass ich eventuell nochmal ein Tutorial mache oder euch den direkt die Fragen da so beantworte, soweit es mir dann irgendwie möglich ist. Also Leute, ne, viel Spaß mit eurem Rode NT1A und ja, ich hoffe, man hört und sieht sich. Also bis denn, Leute, und ciao.